Zuerst ein Playerboy 97, jetzt ein Zockerkind 21. Du bist keine Konkurrenz, auch wenn du voll Idiot denkst, dass du Bomben-Raps an den Start bringst. Ich zeige dir den Unterschied in deiner Sprache, damit du mich auch verstehst. Bei dir denkt man sich LOL und bei mir WOW. Ey, du Stubenhocker, deine Einsamkeit werde ich öffentlich darlegen. Keine Zeit für Freundschaften. Warum? Klar, du bist nicht interessant, du bist irrelevant und du zeigst dich nicht, weil du dich blamierst. Das Bettel hier ist wie dein Job bei Netto, weil du am laufenden Band kassierst. Ching, ching. Ja, du hast zwar leider ein Mikro, aber zocken plus Rap macht dich nicht gleich zum Bushido. Niemals. Du feierst dich für deine Technik, Alter, der Frenscher Faktor sucht seinesgleichen. Denn wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit schlechten Reimen schmeißen. Ich wollte hier erst noch erzählen, dass mich deine Freunde mit Infos anschreiben. Doch das wär unglaubwürdig, denn du hast keine. Bitch, du bist von mir so weit entfernt. J zum D, harte Schale, nicer Kern. Und du schaffst es niemals gut zu rappen. Mach's wie mein letzter Gegner und lösch deinen YouTube-Channel. Dein Track über Liebe? Dislike. Dein Track über Drogen? Fremdscham. Dein Track über Mainstream? Dislike. Du wirfst einen Blick auf die Paarung, siehst meinen Namen und denkst dir, das hier wird schwer. Ich werfe einen Blick auf die Paarung, seh deinen Namen. Paxton, wer? Ah, ein bisschen zu einfach, du hast keine Freunde in deiner Heimat. Irrelevanter Spaß will dir nicht sein, Mann. Du feierst dich selbst, na immerhin einer. Wenn man mich sieht, denkt man sich, boah, ist der arrogant. Wenn man dich sieht, denkt man sich, Horde oder Allianz. Du trinkst statt Jägermeister täglich einsam die Jägersoße aus. Komm mal von Bayer nach Berlin und ich zieh dir die Lederhose aus. No homo. Du feierst deine Technik zwar, doch die ist echt nicht stark. Bevor du das VBT gewinnst, verzichte ich auf meine Adlibs. Na, Bitch, du bist von mir so weit entfernt. J zum D, harte Schale, nicer Kern. Und du schaffst es niemals gut zu rappen. Mach's wie mein letzter Gegner und lösch deinen YouTube-Channel.